Im engeren Industrierevier an der Saar entsteht in den 1920er Jahren nach den ersten Wirren der Nachkriegszeit eine wachsende Nachfrage nach elektrischer Energie. Eine wichtige Aufgabe der frühen 20er Jahre war deshalb der Aufbau eines sicheren Versorgungsnetzes. 1926 wird das neu errichtete Kraftwerk Völklingen-Fenne in Betrieb genommen. Das ehemalige Kraftwerk Fenne 1 ist der älteste Teil einer mehrfach erweiterten Kraftwerksanlage. Der Bau von Fenne 1 1922 bis 1926 erfolgte unter Jean Dubois, dem damaligen Leiter des Service des Études de Construction der französischen Bergwerksverwaltung. Die Architektur des Kraftwerks war geprägt vom neuen Baustoff Eisenbeton, der sich seit 1900 durchgesetzt hatte und von französischen Architekten besonders gern eingesetzt wurde. Neben dem Bäckerturm in St. Ingbert von Hans Herkommer und dem Förderturm in Kamphausen stellt das alte Kraftwerk das wichtigste Beispiel funktionalistischer Eisenbetonkonstruktion im Saarland dar.